So, hast du dich gerade angehört, Digga. Genau, Leute, heute analysieren wir qualitativ hochwertigen Müll. Sehr hochwertig. Damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ein Großteil von euch weiß bestimmt, wer Dead Speak hier ist. Die Zuschauer, die ihn nicht kennen, klickt einfach weg, ist besser so. Das erste, was mir bei seiner Übersicht aufgefallen ist, sind seine Augenbrauen. Jetzt mal no joke, ist das natürlich so, da malt man sowas mit Edding nach. Ich will ja nichts sagen, aber das ist so ein YouTuber, den kann man einfach austauschen. Langweilige Challenges, schlecht produzierte Musikvideos, dieser ganze qualitative Müll halt. Also ich meine, mein Fantreffen eskaliert mit der Polizei. Endet schlimm. Sowas kommt mir relativ bekannt vor. It's okay to be gay, let's rejoice with the boys. Ich hab ja gesagt, Musikvideo, was meine ich damit? Ein 100k Special. In all den Days hab ich die 100k, 100k, in all den Days hab ich die. Ja, ich kann dazu nichts sagen, er wiederholt sich 10-mal, hat die natürlichste Stimme. Da gucke ich mir sogar lieber Bibis Musikvideo an. Jetzt mal Real Talk, wer findet dieses Lied? Besser als Bekis. Er ist halt dieser YouTuber, der Clickbait-Titel benutzt, Pfeile und Kreise auf den Thumbnails hat. Ah ja, und da wäre ja noch was, er streamt ja auf YouNow. Wenn alle Hashtag Moderator machen, können die euch rauskicken, weil YouNow gerade hängt, okay? Ja, also alle. Da gibt es aber auch nichts Besonderes. Bis auf seine Augenbrauen. Wie gesagt, Leute, er ist austauschbar, hat nichts Besonderes an sich. Bis auf seine Augenbrauen. Also hast du dich gerade angehört, Digga. Aber das ist eine andere Sache.